Der Sommer ist da. Die Zeit, in der man sich endlich mal wieder draußen bewegt. Und genau das haben unter anderem Jake und ich dieses Wochenende auf der Bike Expo Derby Cycle getan. Ich bin gerade in Kloppenburg angekommen, wo wir uns morgen Fahrräder von Kalkauf angucken. Aber jetzt geht's erstmal ins Hotel. Und da ist es auch schon. Der Nachteil an vielen Geräten, die benutzt werden können, es müssen auch viele Geräte geladen werden. Und das hört leider nie auf. Nachdem die technischen Geräte aufgeladen waren, ging es ab zur Bike Expo und dann das Aufladen der eigenen Akkus mit einem prächtigen Frühstück. Anfänger essen Aufschnittwurst. Profis die Metzschweine. Bis also die 1,5 Metzschweine. Om, nom, 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 nom. Nach dem leckeren Essen ging es zum nächsten Leckerbissen, den E-Bikes. Durch die Integration der Akkus in den Rahmen sehen die Bikes deutlich sportlicher aus als mit dem typischen E-Bike-Akku-Rucksack, zum Beispiel unter dem Gepäckträger. Gerade die roten und weißen Varianten haben es mir besonders angetan, auch wenn die Go-To-Farbe immer noch schwarz ist. Hier sind so viele Fahrräder und ich will sie einfach alle haben. Eins schöner als das andere. Aber dieses Dunkelrot hier ist auch richtig sexy. Ob ich wohl so ungefähr 100 Fahrräder im Zug mitnehmen kann? Vor der Bedienung von E-Bikes muss sich niemand fürchten. Kalkauf zeigt, wie minimalistisch die Onboard-Kontrollen gehalten werden können. Ein Telstar Modell 3 wäre eifersüchtig. Völlig im Dunkeln gelassen werdet ihr hier nicht. Über Bluetooth lässt sich ein Smartphone verbinden, das auf seinem Display mehr Infos zeigt. Persönlich bevorzuge ich diese Lösung sogar, da der Lenker so etwas cleaner bzw. leerer wirkt. Eure Meinung? Gerne mal in die Comments. Natürlich konnte man sich Fahrräder nicht nur angucken, sondern auch fahren. Und ich nehme euch jetzt mit. Wie ihr seht, fahren sich die Kalkauf E-Bikes in egal welcher Umgebung sehr gut, auch wenn es mal ein bisschen härter zugeht. Ich bin zwischendurch auf die normale Strecke zurückgekehrt, was zum Beispiel an Szenen wie diesen hier lag. Einmal ist keinmal, das zweite Mal wird bestimmt besser. Alle guten Dinge sind drei. Okay, das war's. Ab mit mir auf die richtige Strecke und dann nichts wie ab zu den anderen Rädern von Kalkauf. Bei den Rädern von Kalkauf muss es nicht unbedingt immer elektrisch zugehen. Nein, nein. Wir haben zum einen moderne Fahrräder und zum anderen richtig schicke Klassikfahrräder, deren purer Anblick mich direkt zurück in meine Kindheit verfrachtet. Doch egal ob motorbetrieben oder noch durch eure ganze Kraft, auf der Bike Expo war für jeden was dabei. Für mich war es eine gelungene Abwechslung zu Messen wie IFA oder Gamescom. Und wie ihr gesehen habt, der Spaßlevel kam wirklich nicht zu kurz. Mein eigenes Fahrrad, ein steinaltes Fischer, darf sich von den Bikes auf der Bike Expo wirklich eine Scheibe abschneiden. Sehr gut, Jake. Den Link zur Kalkauf-Seite habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Was wäre euer Favorit in Sachen Fahrrädern? Schreibt es mir in die Comments. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Für mehr Videos von der Nerdbench abonniert uns kostenlos hier auf YouTube, Facebook oder Google Plus und Instagram. Mein Name ist Timon für die Nerdbench.